Hi, da bin ich wieder. Heute soll es einmal darum gehen, wie kann ich mir einen kleinen USB-Stick mit einem kompletten Linux-System bespielen. Ihr kennt das sicherlich, ihr habt einen Live-USB-Stick, einen USB-Stick, mit dem man Linux ausprobieren kann. Aber wenn ihr das System dann runterfahrt, ist alles, was ihr gemacht habt, jede Datei, alles ist wieder weg. Das System ist wieder in den Ursprungszustand zurückgegangen. Das hat natürlich einen Vorteil, dass Viren und andere Programme, die eurem Rechner schaden würden, natürlich gar keine Chance haben. Aber heute soll es einmal darum gehen, wie macht man das, dass man sein komplettes Betriebssystem, seine kompletten Daten, wie einen kompletten Rechner fest auf dem USB-Stick speichern kann. Einfach gesagt, wer so ein bisschen Erfahrung hat, man installiert einfach ein Programm, Windows oder natürlich auch Linux, auf dem USB-Stick. Und zwar alles, vor allen Dingen auch den Bootloader. Wie das geht, möchte ich euch gleich am Computer zeigen. Und vorweg vielleicht, warum soll ich das überhaupt machen? Was habe ich davon? Die Frage habe ich mir in den letzten 2-3 Monaten häufiger gestellt, denn ich habe das Ganze jetzt ausgiebig getestet. Zuallererst sollte man einen USB-Stick kaufen, der entsprechend schnell liest und schreibt. Also das, was ich getestet habe, war ein SanDisk USB-Stick für ja so ungefähr 40 Euro mit 100 GB Speicher. Den sollte er schon haben. Und die Lese- und Schreibgeschwindigkeit war angegeben mit bis zu 150 Mbits pro Sekunde. Das braucht man auch, sonst ist es wirklich sehr, sehr nervig. Man muss ständig warten, dass ein Befehl ausgeführt wird und ich glaube, zum flüssigen Arbeiten macht das überhaupt keinen Sinn. Also mit diesem USB-Stick habe ich ein komplettes Linux Mint installiert und selbst auf älteren Rechnern bis zu 10 Jahre alt mit nur 2 oder bis zu 4 GB RAM Arbeitsspeicher konnte ich relativ flüssig arbeiten. Ich habe die Dropbox-App installiert, mein E-Mail-Programm installiert, diverse Software und ich konnte damit gut arbeiten. Warum sollte man das machen, hatte ich eben gesagt. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr so ein mini kleines Ding habt, wo euer kompletter Rechner drauf ist. Ihr müsst also keinen zusätzlichen Laptop oder kein iPad mit euch schleppen. Nein, ihr habt es wirklich ganz, ganz einfach mit diesem mini kleinen Rechner. Und egal wo ihr seid, ihr habt einen Desktop-Rechner, steckt den USB-Stick ein, geht ins BIOS, startet vom USB-Stick und schon habt ihr die Möglichkeit, diesen fremden Rechner zu benutzen. Natürlich macht es Sinn, einen relativ schnellen Rechner zu haben, weil selbst bei den alten Rechnern, die ich getestet habe, war es schon ein bisschen anstrengend zu warten. Man merkt, ein bisschen Geschwindigkeitseinbußen waren da, aber bei den neueren Rechnern wirklich kein Unterschied zu merken. Natürlich habt ihr auch noch den großen Vorteil, dass ihr auf die Systemdaten dieses Gastrechners Zugriff habt. Ihr könnt also bei Virenbefall zum Beispiel Daten retten und die auf eurem USB-Stick speichern oder ein Viren-Desinfektionsprogramm über diesen kranken, nenne ich ihn mal kranken Rechner, drüber laufen lassen und so Leuten, die Probleme mit Viren haben, helfen. Ja, und wir schauen uns einfach mal an, wie das geht. Sehen uns gleich wieder oben am Computer. So, da sind wir wieder. Und bevor es jetzt losgeht und ich euch genau erkläre, wie man sich diesen USB-Stick installiert, möchte ich euch erstmal zeigen, welchen ich denn verwendet habe. Ich mache hier keine Werbung, also ihr könnt auch gerne eine andere Firma benutzen oder einen anderen USB-Stick ausprobieren. Ich habe jetzt den zufällig hier gekauft und das hatte ich eben vergessen euch zu sagen. Ihr müsst natürlich einen USB-Stick 3.0 kaufen und hierbei auch auf die Geschwindigkeit achten. Also hier steht auch 15 mal schneller als herkömmliche USB, bla bla bla. Und denn auf die Geschwindigkeit kommt es natürlich an. Denn euer System muss ja immer vom USB-Stick runter auf den Rechner und dieser Datenverkehr hin und her, der dauert natürlich seine Zeit. Und wenn ihr da einen normalen USB-Stick nehmt, dann dauert es unendlich lange. Habe ich auch vorher ausprobiert, war unerträglich. Und jetzt mit diesem neuen USB-Stick
konnte man wirklich arbeiten. Und ich habe da viel mitgearbeitet. Ich habe verschiedenste Rechner benutzt und ganz alte, ganz neue. Ich habe es geschafft, von einem iPad, nicht iPad, von einem MacBook zu starten. Und hier vielleicht eine Kleinigkeit, die das Ganze ein bisschen behindert. Ihr müsstet natürlich wissen, wie komme ich ins BIOS? Bei den unterschiedlichen Rechnern muss man das als allererstes herauskriegen. Das ist nicht einfach. Also, wenn ihr jetzt bei der Arbeit wisst, okay, ich arbeite immer an den gleichen Rechnern, dann kann man sich das Ganze, glaube ich, ganz gut merken. Aber ansonsten würde ich auch im Internet einmal recherchieren, welcher PC hat welche BIOS-Taste. Also normalerweise läuft das so, bevor ihr den PC startet, drückt ihr eine bestimmte Taste. Meistens ist es Escape, F2, F11, F12 oder Delete. Haltet die gedrückt, dann geht das BIOS auf und ihr müsstet dann in das Boot-Menü die Boot-Reihenfolge so setzen, dass der USB-Stick an erster Stelle steht. Bei ganz wenigen Rechnern bootet der automatisch vom USB-Stick, aber bei fast allen muss man die Boot-Reihenfolge manuell ändern. Da muss man ein bisschen ausprobieren, das nervt etwas. Gerade bei Windows 10 Rechnern und Laptops, die sind in einem Fast-Boot-Modus, die fahren auch nicht ganz runter. Da muss man als allererstes dafür sorgen, dass der Rechner ganz aus ist. Das heißt, wenn ihr jetzt Windows 10 habt, hier bei meinem Ubuntu, kann ich jetzt schlecht zeigen, aber Windows 10, klickt ihr hier unten diese Windows-Taste und dann könnt ihr ja herunterfahren anklicken. Dann sollt ihr die Steuerungstaste gedrückt halten und dann auf runterfahren gehen. Dann fährt Windows ganz runter und das nächste ist, wenn ihr dann den PC wieder startet, drückt ihr die F2-Taste, haltet die gedrückt, bevor ihr den PC startet und dann öffnet sich auch bei Windows 10 Laptops oder anderen PCs das BIOS und ihr könnt dann wieder die Boot-Reihenfolge ändern. Bei den meisten MacBooks ist es die Alt-Taste, die ihr gedrückt haben müsst, bevor der Rechner gestartet wird. Also erst Alt-Taste drücken, dann Rechner starten. Wenn euer USB-Stick nicht angezeigt wird, dann ist es auch dort der Fall, dass das MacBook nicht ganz runtergefahren ist. Also ihr müsstet dann nochmal im Internet nachgucken, wie fahre ich das ganz runter, denn die MacBooks sind in so einer Art Standby-Zustand. Man kann sie dann also wunderbar schnell starten, aber natürlich ist es dann schwieriger, ein fremdes Betriebssystem zu starten, in diesem Fall unser USB-Stick. Okay, tut mir leid, viel Blabla, aber ohne das geht's nicht. Und wir stellen uns jetzt einmal vor, ihr habt das geschafft, ihr wisst bei eurem Rechner, wie ihr ins BIOS kommt, ihr habt die Boot-Reihenfolge später geändert, dann könnt ihr euren Rechner auch ausprobieren, euren USB-Stick auch ausprobieren. So, aber soweit sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Zuallererst nochmal eben für die Neulinge hier unter uns, wenn ihr euch einen Linux Live USB-Stick erst erstellen müsst, dann schaut euch eins von meinen alten Tutorials an, wo ich das schon erklärt habe. Nochmal im Kurzdurchlauf, ihr ladet euch eine ISO-Datei runter, also ein Linux-Betriebssystem. Das wäre jetzt hier bei unserem Beispiel Linux Mint für Anfänger sehr zu empfehlen. Ist ähnlich aufgebaut wie Windows 7 und 8. Ihr ladet euch also hier von einer Download-Quelle dann Linux Mint runter. Bitte darauf achten, dass ihr... Ja, wenn ihr einen ganz alten, schwachen Rechner habt, dass ihr euch dann auf keinen Fall Linux Mint KDE herunterladet, sondern vielleicht dann eher Cinnamon oder Mate. Gut, habt ihr dann irgendwann die ISO-Datei? Dann macht ihr Folgendes. Wenn ihr jetzt einen Windows-Rechner habt, dann installiert ihr euch den Linux Live USB Creator. Das ist ein kleines Tool, was euren USB-Stick erstmal mit einem Live Linux USB-Stick beschreibt. Und hier bitte nicht verwechseln, wir reden eigentlich von zwei verschiedenen USB-Sticks. Einmal den ersten USB-Stick, den ihr braucht, um euch das Live-Linux-USB zu erstellen. Das brennt euch ja später das Programm, wohin auch immer. In unserem Fall auf unseren superschnellen USB-Stick 3.0. Okay, nicht verwechseln. Gut, also ihr habt euren Live-USB-Stick mit welchem Linux- oder Betriebssystem auch immer erstellt. Dann geht es ans Eingemachte. Ihr
Habt also dann vom BIOS aus gestartet euren USB-Stick. Und bei euch müsste das dann so aussehen, wie hier bei mir. Ihr kommt dann irgendwann auf eurem Willkommensbildschirm. Ihr habt also als allererstes geklickt, Linux Mint ausprobieren im Live-Modus. Tut mir leid, wenn das jetzt bei euch ein bisschen anders aussieht, dann liegt das daran, weil ich hier das Ganze natürlich simulieren muss in der virtuellen Box. Denn ich möchte das ja nicht in Wirklichkeit noch einmal machen. So sieht das also bei euch aus, wenn ihr von eurem USB-Stick, von einem Live-USB gestartet habt. So, jetzt kommt der springende Punkt. Ihr müsst jetzt euren USB-Stick, auf dem später das komplette Linux sein soll, den müsst ihr jetzt auch an den PC anschließen. Ja, und zwar, ja, das könnte man eigentlich jetzt machen. Ich habe jetzt leider bei meinem Beispiel keinen dabei, aber wenn ich jetzt hier einen USB-Stick anschließe, würde der also auch hier bei meinem Live-USB angezeigt. Okay? Gut, soweit alles klar. Dann geht's weiter. Wir klicken jetzt hier auf Install Linux Mint. Und wir bekommen hier diesen Willkommensbildschirm, bei dem wir jetzt die Sprache auswählen müssen. Das ist jetzt in unserem Fall Deutsch. Und dann wollen wir das hier auch anklicken. Installation von Drittanbieter-Software und so weiter. Das brauchen wir später alles. Deswegen klicken wir das mit an. Und ja, es ist im Grunde das gleiche wie sonst auch. Also ihr müsst nur bei dieser Installation aufpassen, dass die Einstellung für den Bootloader auf dem USB-Stick ist. Und dass ihr euch, wenn ihr jetzt schon, so wie ich in meinem Fall hier, mehrere Betriebssysteme auf einem Rechner habt, ist es natürlich oft verwirrend. Man weiß nicht genau, was ist jetzt eigentlich mit USB-Stick. Deswegen merkt euch, wie viel Gigabyte er hat, damit ihr hier nicht durcheinander kommt. So, ich klicke jetzt immer an oder wähle aus etwas anderes, LVM anwählen. Damit könnt ihr also auch später die Partition der Festplatte problemlos ändern. Ihr könnt natürlich auch verschlüsseln anklicken. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass beim USB-Stick dann keine Aufforderung kommt, den nachprobieren wir es einfach mal aus. Ich quatsche hier nicht so viel rum. So, in den drücken mal verschlüsseln, etwas anderes und gehen auf weiter. Ist natürlich ganz wichtig, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich arbeite mit meinem USB-Stick, habe all die wichtigen Daten drauf und das Ding geht mir verloren, was natürlich nicht ganz unrealistisch ist, dann habe ich natürlich ein großes Problem. Gut, ja, so, jetzt sieht man hier die Installationsansicht, die ist bei mir natürlich relativ sparsam, weil ich jetzt hier in meiner virtuellen Box natürlich nichts anderes zu sehen bekomme. Und das ist eigentlich der heikelste Punkt. Hier müsst ihr bei euch jetzt darauf achten, Gerät für den Bootloader-Installation, Gerät für die Bootloader-Installation, dass ihr auf jeden Fall guckt, dass das hier euer USB-Stick ist. Also ihr könnt hier anklicken bei euch und dann seht ihr eine Auswahl und dann unbedingt den Bootloader auf den USB-Stick. Ansonsten geht gar nichts mehr. Ihr schrottet euer ganzes System und euer Stick wird auch nicht funktionieren. Gut, wenn bei euch jetzt hier mehrere Einträge sind, ja, bitte auch erstmal sicher gehen, ist das der USB-Stick? Wenn der hier angezeigt wird und ihr habt ihn schon vorher formatiert, dann gut, geht also auf freier Speicherplatz und klickt hier, ob das jetzt bei mir geht, ich mache nochmal eben neue Partitionstabelle, ja, hier jetzt zum Beispiel freier Speicherplatz. Ne, wir stellen uns vor, das ist euer USB-Stick und dann klickt ihr auf Plus. Dann gebt ihr, je nachdem wie groß euer USB-Stick ist, vielleicht als allererstes das Doppelte von eurem Arbeitsspeicher. Sagen wir mal, euch ist das 4 GB, also mache ich daraus ungefähr 8 GB und klicke hier auf Swap, Auslagerungsdatei. Dann geht es auf Weiter, okay. Dann suche ich mir wieder meinen freien Speicherplatz, also meinen USB-Stick und passe auf, dass ich auch wirklich auf dem USB-Stick bin. Und was mir gerade noch auffällt, wenn ihr mehrere Festplatten habt, dann seht ihr hier oben auch noch ein Auswahlmenü und da klickt ihr bitte unbedingt auf euren USB-Stick. Den wählt ihr also aus. Es gibt da normalerweise
eure Hauptfestplatte mit eurem, was auch immer, Windows-System und so weiter. Da bitte den USB-Stick auswählen. Sonst, dann könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen, sonst kann nichts passieren. Der einzige Punkt, dass man nicht so blöd ist und installiert aus Versehen, dass Linux dann auf seinem Host-Rechner. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Gut, also weiter. Wir haben jetzt Swap-Partition angelegt mit 8 GB. Das ist schon relativ viel. Also ne, normalerweise habt ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, 2 GB oder 4 GB auf eurem Rechner. Dann nimmt er 8 oder ein bisschen weniger. Es geht auch. So, dann geht es weiter. Freier Speicherplatz. Wir wollen natürlich auch noch das Root-System anlegen, also das Betriebssystem eigentlich. Und bitte nicht so geizig sein, wenn ihr jetzt einen USB-Stick habt mit, ja, wir hatten gesagt, über 100 GB, dann würde ich empfehlen, wenn ihr da viele Programme drauf installieren möchtet später mit eurem Linux-System, dann solltet ihr ja wenigstens 40 GB dafür zur Verfügung stellen. Einbindungspunkt ist dann Root, bitte hier keinen Fehler machen. Und das war es dann schon, dann geht es weiter. Und wir sehen, dann bleibt hier noch übrig, freier Speicher, gar nichts mehr. Ja, super. Weil ich glaube, ich etwas zu viel. Das ist mal eben ändern, das muss ich wieder rückgängig machen. Ich habe etwas zu viel genommen. Ich habe ja nicht daran gedacht, dass ich hier bei meiner virtuellen Maschine nur 40 GB Speicher insgesamt habe. Also nochmal, geben wir Ihnen etwas weniger, also bei euch 40, ja, sagen wir bei mir 15, das könnte vielleicht noch reichen. Wieder Einbindungspunkt ist gut und dann, jetzt habe ich es richtig gemacht. Jetzt habe ich noch freien Speicherplatz übrig, wieder auf Plus, und zwar, das wird dann unser Home-Verzeichnis, wo eure privaten Dateien alle drin sind. Okay, so und jetzt, wenn ich jetzt installieren klicke, dann wird das System auf dem Rechner installiert. Bei euch zum Schluss, guckt nochmal durch, ob ihr auch nichts falsch gemacht habt. Also ihr habt bei euch hier oben die Auswahl, wenn ihr mehrere Partitionen und Festplatten habt, dann seht ihr hier oben einen Menüpunkt, da könnt ihr anklicken und wählt euren USB-Stick aus. Wenn ihr euch vertan habt und nicht mehr genau wisst, was ist denn jetzt überhaupt mein USB-Stick, bitte nochmal genau nachgucken, vielleicht wie viel Speicher er hat, daran erkennt man es dann, zieht ihn vielleicht nochmal raus, also hier bitte auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Dann Geräte für die Bootloader-Installation, sollte natürlich auch der USB-Stick sein, also da bitte auch genau nachgucken, dass das der USB-Stick ist. Gut, das war's dann und jetzt drücken wir installieren und wir haben am Ende unseren USB-Stick installiert auf unser Linux-System installiert auf einen schönen USB-Stick. Also probiert das mal aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel gequatscht, wie das Ganze bei euch funktioniert, welche Probleme ihr habt und postet das in die Kommentare. Also Daumen hoch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Danke fürs Zuschauen.